Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation. Wieder auf der Brandstedt-Karte. Wir spielen auf der Brandausbreitungsstufe Feuerwehrmann und haben die Atemschutzlogik natürlich aktiv. Genauso ist es. Ja. H1, defekter Schaltkasten. Kommt auch schon ein defekter Schaltkasten direkt rein zu Beginn. Sehr schön. Da müssen wir auf jeden Fall mal den Entstördienst hinschicken, würde ich mal sagen. So, Entstördienst ist auf dem Weg. Und sollte auch recht schnell, denke ich mal, da sein, oder? Wie weit muss der denn fahren? Okay, der ist jetzt, ja, ziemlich zentral positioniert, aber sollte trotzdem recht schnell da sein, denke ich mal. Der fährt da mit seinem gelben Blinklicht so schnell durch die Stadt, wie als hätte er Blaulicht oben drauf. Somit ist alles passend. Ja, im schlimmsten Fall bricht halt ein Brand natürlich aus, aber das wollen wir eigentlich ja nicht. Deswegen hoffe ich mal, dass der schnell genug da ist. Gut. Ja. Oh, ich bin gerade ein bisschen außer Atem. Gerade durch die Wohnung gerannt, jetzt direkt hingesetzt und wieder Play gedrückt. Ja, gerade durch die Wohnung gerannt, weil ich eben gerade davor schon mal eine Folge aufgenommen hatte und jetzt wollte ich einfach nur schnell meine Tablette nehmen und dann ist die Katze wieder hinterher gerannt und dann wollte die kurz spielen, dann habe ich die ein bisschen durch die Wohnung gejagt und dann, ja, jetzt direkt weiter aufgenommen. Ohne Pause. So. Ja. Ja, so eine Katze will lustigerweise manchmal auch tatsächlich Fangen spielen. Das finde ich bei Charlie immer ganz lustig. Die, kommt ihr hinterhergerannt, klatscht dich quasi so ein bisschen ab und rennt dann vor dir weg. Und dann will die, dass du da hinterher rennst quasi und die quasi auch jagst. Und dann rennst du wieder vor der weg und dann kommt die wieder hinterher, klatscht dich wieder ab. Und dann ist immer total, kannst du dich beömmeln mit. Richtig lustig und spaßig, so eine Katze. So. Ja, und hat gerade in der letzten Aufnahme gebrochen. hat sie ihre Haarklammer hinter mich gelegt. Ja, unsere Katze spielt immer mit so Haarklammern. Und jetzt keine Angst für alle, die dann irgendwie sagen, ja, ist doch gefährlich, kann die doch essen oder fest drauf beißen und die Zähne abbrechen oder keine Ahnung. Keine Angst. Charlie ist zum Glück eine recht schlaue Katze, die beißt da nicht fest drauf. Das Ding wappelt immer nur in ihrem Mund so rum. Und das ist das Einzige, wo sie wirklich hinterher rennt und was sie dann auch wirklich aufnimmt wie so ein Hund und bringt es dir dann wieder und dann kannst du es wieder schmeißen. Ist immer ganz, ganz putzig. Und wie gesagt, dadurch, dass sie da nicht so fest drauf beißt, also siehst du richtig das Ding immer in ihrem Mund rumwabbeln, habe ich da auch nicht so die Angst, dass da irgendwas passieren könnte. Klar, es könnte natürlich sein, dass sie irgendwo verpeilt dran läuft, aber sie läuft immer mit ihrer Klammer. Sie rennt nicht, wenn sie die Klammer im Mund hat, sondern sie läuft dann immer ganz vorsichtig. Und deswegen, ich denke mal, das ist recht safe, dass da eigentlich nichts passiert, denke ich mal. Und selbst wenn Unfälle passieren, kannst du nichts machen. Aber den Tierarzt deswegen den ganzen Spaß nehmen, weil sie spielt mit sonst nichts anderem. Wir haben auch so einen Softball da, wir haben andere Bälle da, wo Katzen mitspielen. Wir haben eine Katzenangel. Das interessiert die alles nicht. Die spielt nur mit diesen Haarklammern. Und das ist auch das Einzige, mit dem sie auch mal alleine spielt. Die schnickt die auch mal alleine durch die Gegend. Aber meistens bringt sie dir die und dann heißt es halt, ja, werf die einfach mal für mich. Dann renne ich da hinterher und bringe sie dir wieder, wie so ein Hund. Aber mit Katzenspielzeug ist nichts für unsere Katze. Das ist einfach nichts für die, das mag die einfach nicht. Das ist richtig kompliziert. Man will die ja auch so ein bisschen beschäftigen. Oh, hier haben wir ein gebrochenes Bein reinbekommen. Wir haben schon alles Mögliche gekauft, was es irgendwie gibt. Das Einzige, wo man sie noch so ein bisschen mit triggern kann oder mit ihr spielen könnte, wäre so ein Laser. Ja, so ein Licht, dem jagt sie hinterher und will sie fangen. Aber ist halt, habe ich gehört, soll auch nicht ganz so geil sein. Aber das macht ihr auch Spaß. Wir haben an unserem Maßband haben wir so einen Laserpunkt dran. Und mit dem spielen wir dann ab und zu mal so ein bisschen, aber auch nur sehr selten. Aber damit kannst du die richtig durch die Wohnung hetzen. Ist auch noch so eine Sache. Aber das willst du halt auch nicht die ganze Zeit machen, dass die irgendwas jagt, was sie gar nicht fangen kann. Ja, das ist halt auch ein bisschen blöd. Ein bisschen frustrierend, glaube ich, für die Katze. Ich schicke hier noch mal das ein oder andere Fahrzeug mehr raus. Einmal das und einmal das. Ja, wir haben auch so Bälle mit einer Glocke drinne. Wir hatten auch schon so ein Ball mit so, ich weiß nicht, war das Katzengras getrocknetes außenrum oder so, oder Katzenminze oder keine Ahnung. Irgendwas, wo Katzen halt richtig drauf stehen eigentlich. Interessiert die alles nicht. Ein Ball mit einer Glocke drinne. Interessiert die nicht. Ein Softball, ein kleinen. Ja, so extra kleine Katzensoftbälle. Interessiert die nicht. Aber beschäftigt mehr werden möchte so. Das ist alles, was übrig bleibt, die Haarklammern. Schwierig, schwierig. Nein, aber wie gesagt, ich habe da eigentlich keine Angst, weil sie doch sehr vorsichtig damit umgeht, wenn sie das Ding durch die Gegend schleppt. Und dass wir Angst haben müssen, dass sie das irgendwie da drauf rumkaut oder essen möchte, brauchen wir auch nicht, weil sie hebt nicht mal Krümel auf. Also es ist, sie frisst nur ihre Leckerlis und ihr Katzenfutter. Sie hebt, wenn in der Küche irgendwas runterfällt, selbst das frisst sie nicht. Geht sie nicht ran. Ja, wenn jetzt ein Papierstöpsel auf dem Boden liegt,
interessiert sie nicht, geht sie nicht ran. Also da ist unsere Katze wirklich, ja, ich würde sagen, ziemlich schlau. Und ziemlich einfach in der Haltung, sagen wir es mal so. Weil man, wenn ich so bedenke, mit den Katzen von meiner Schwester. Man sagt gerne mal dumm und dümmer zu denen. Die sind auch putzig, auf jeden Fall, aber die wollen halt alles fressen. Das ist unglaublich. Die Dinger, die wirklich, egal was auf dem Boden liegt. Oh, ein Stück Plastik, lecker. Ja, oder oh, keine Ahnung. Da ist eine giftige Pflanze, gleich mal drauf rumkauen. Das macht Charlie auch nicht. Ja, wir hatten am Anfang auch so ein bisschen Bedenken. Ja, wir haben hier so ein, wie heißen die, Drachenpalme oder Drachenbaum, ich bin mir nicht mehr sicher. Und die sind eigentlich auch giftig für Katzen. Wir haben hier Orchideen, giftig für Katzen. Wir haben andere Pflanzen, giftig für Katzen. Ja, aber die geht da nicht dran. Wir haben hier noch so andere Pflanzen. Da ist sie dran gegangen mal. Wo wir dann aber im Internet gelesen haben, ja, das können und dürfen Katzen essen. Schadet denen nicht, ist nichts Schlimmes, ist wie Katzengras. Wussten wir vorher nicht, unsere Katze wusste es, instinktiv. Ja, ist auch, wenn du die draußen auch beobachtest, wir gehen ja mit unserer Hauskatze immer mal raus, ja. Also die darf auf die Wiese gehen mit uns zusammen, ja, wenn wir im Sommer dann auch immer draußen oder jetzt auch im Winter, wenn wir an Kompost rausgehen, kommt sie immer mit raus an Kompost und sage ich, Charlie, komm, wir gehen wieder rein. Dann kommt sie wieder reingerannt und folgt einem immer und total einfach. Und auch wenn die draußen halt rumläuft und dann isst sie natürlich auch Gras, aber sie schnuppert jeden einzelnen Grashalm ab, ob sie das essen darf oder nicht. Sie erkennt das instinktiv. Giftig für sie, gesund für sie. Darf sie essen, darf sie nicht essen. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen, müssen wir auf gar nichts achten. Weil man sieht es auch genau, wenn das jetzt irgendwie nichts für die Katze wäre. Ja, wenn man vielleicht auch mal die eine oder andere Sache kennt, was draußen so auf der Wiese wächst. Dann sieht man, oh, die schnuppert dran, da macht man sich schon so Gedanken. Hoffentlich isst sie das jetzt nicht, aber die, nö, das isst sie dann nicht. Die geht dann woanders hin und holt sich normalen Grashalm. Da braucht man sich gar keine Gedanken machen bei der. Das ist so einfach, sagen wir es mal so, bei ihr. Ja, und wenn ich halt dann wirklich bedenke, die... Okay, wir müssen da gleich mal gucken. Ich wollte jetzt gucken, ob wir die anderen Einsätze alle schon am Laufen haben. So. Ja, wir sind gerade auf Einsatzstufe 2. Deswegen ist hier ein bisschen mehr los. Aber wir müssen auch noch die Person retten, fällt mir gerade ein. Ja, die Katzen von meiner Schwester, die sind halt dann eher so... Oh, geil, giftiges Essen. Gleich mal essen. Ja, die würden selbst vom Teller alles runter essen. Und das ist halt dann auch sowas, wo ich mir denke, nee. Ich möchte mich da schon so ein bisschen auf die Katze verlassen können, dass sie das nicht macht. Ich meine, das kannst du vorher nicht wissen, aber da gibt es schon krasse Unterschiede bei Katzen auf jeden Fall. So, da gehen wir jetzt auch mal mit ein paar mehr Leute dran. Hier auch. Ups, das ist alles daneben geklickt. Das auch, das auch, das auch. Jetzt. So, mit der DLK retten wir jetzt gerade mal die Person. Das heißt, wir brauchen ja auch noch Rettungswagen plus NEF. Hatten wir auch noch nicht alarmiert. Können wir auch gerade mal herschicken. Ich sollte mich mal mehr aufs Spiel wieder konzentrieren und weniger aufs Reden, glaube ich. Ja, aber das ist auch so ein Punkt, das macht Charlie zum Glück auch nicht. Also wenn wir jetzt essen, also Charlie geht auch nicht auf irgendwie die Küchenzeile drauf oder auf den Esstisch oder so. Macht sie nicht, haben wir ihr beigebracht, soll sie nicht machen, weil wir da essen und das muss nicht sein, dass die Katze dann da drauf rumläuft und so weiter. Und macht die nicht. Hat sie sich gemerkt, sie darf nicht auf gewisse Schränke drauf oder auf gewisse Möbel. Ist okay, sie sitzt immer, wenn wir essen, auf der Sitzecke mit drauf und guckt einfach zu. Oder schläft eine Runde nebenbei, sitzt aber dann immer mit dabei. Ist auch mal ganz putzig. So, Patient bzw. Person geborgen. Wir müssen aber auch noch ins Gebäude rein, ein paar Personen da rausholen. Oh, ich sehe gerade, brennt das andere Gebäude hier nebenan. Oh ja, hat sich auch entzündet. Ja gut, dann muss ich mal meine Feuerwehrleute so ein bisschen verteilen, würde ich mal vorschlagen. Dann können die anderen sich da so ein bisschen mehr drum kümmern. So, legt los. Ups, nein, er wollte jetzt hier reinrennen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, kann ich dem... Ah, Moment, ich schicke jetzt erstmal hier Leute rein, würde ich sagen. Ich habe hier noch jemanden übrig. Und die DLK kann auch schon mal anfangen zu löschen. Und da hatte ich einen Feuermann hingeschickt, der die Person vom Balkon gerettet hat. Ja, B2 BMA, sollte ich vielleicht dann auch langsam mal was losschicken? KDOW, schicken wir direkt mal hier davor. HLF... DLK. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Gebäude dann brennt, falls es hier wirklich brennen sollte. Ah, da vorne ist der Eingang. Okay, dann bringen wir die Person gleich mal weg. Ich brauche hier auf jeden Fall nochmal weitere Fahrzeuge. Parken wir gerade mal am Straßenrand. So, ich brauche jetzt nochmal ein paar mehr Leute, die ins Gebäude reinrennen. Ich weiß nicht genau, was wir hier für eine Lage genau haben, wie viele Personen da letzten Endes betroffen sind.
Fällt mir gerade ein, ich muss noch Fotos machen für die Folge. Ich habe noch kein Bild gemacht. Oh, wieder die Windräder im Hintergrund. Das finde ich wieder cool. Wisst ihr ja mittlerweile, ich finde es geil, wenn man die Windräder im Hintergrund sieht. Auch wenn man sie nur leicht sieht. Trotzdem cool. So. Ist da schon irgendwas eingetroffen mittlerweile? Nein. Gebrochenes Bein können wir auf jeden Fall schon mal ins Krankenhaus bringen. Gebäudebrand. Ja, kommt drauf an, ist da jetzt noch jemand drin oder nicht. Also sind jetzt anscheinend Personen rausgelaufen. Keine verletzten Personen mehr. Hier können wir schon mal uns um die Personen kümmern. Oder schon mal anfangen damit. Hier können wir auch schon mal Richtung Krankenhaus. Und da ist immer noch kein Fahrzeug. Beim Kfz-Meisterbetrieb. Okay, wir brauchen die Polizei, wir müssen die Tür noch zumachen. Die hatte ich jetzt nicht mit alarmiert. Soll mal herkommen, Tür zumachen, fertig, aus. Hier, die können wir schon mal alle wegschicken. Vielleicht brauche ich die ja gleich beim nächsten Einsatz, ich weiß es nicht. Wir haben ja jetzt hier noch die BMA, beziehungsweise die Brandmeldeanlage hier offen. Ist natürlich das Fahrzeug, was zuletzt kommen sollte, schon eingetroffen. Ich hoffe, die anderen kommen trotzdem noch dran vorbei. Ich baue schon mal auf, man weiß ja nie. Fehlalarm. Alles klar. Dann dürfen alle wieder wegpacken. Einsatz erledigt, war nur ein Fehlalarm. Glück gehabt. Gut, den Einsatz schließen wir ab. Braunes Bein schließen wir auch ab. Und hier ist die Polizei mittlerweile auch eingetroffen. Was haben wir hier einmal? Wir haben hier einmal Verletzung, Platzwunde an Körper und Kopf. Und was haben wir hier? Verbrennung vierten Grades. Gut, dann brauchen wir die Polizei sowieso. Wir haben gerade richtig mieses Wetter. Problem ist aber, wir brauchen den Hubschrauber. Christoph 10 ist aber nicht einsatzbereit. Ja. Wir haben keinen Rettungshubschrauber. Oder? Moment. Moment. Ich konnte doch aber eben gerade auswählen. Ah, stimmt. Wenn der Rettungshubschrauber nicht kommen kann, wir haben den ITW. Stimmt, der kann auch schlimmer verletzte Personen transportieren. Ich habe, glaube ich, das Fahrzeug gerade in das Gebäude reingeschickt. Genau. Steht hier beim Krankenhaus, hatte ich gerade komplett verdrängt, dass man als Alternative für den Hubschrauber haben wir den ITW, den Intensivtransport. Mit denen können wir Personen dann wegbringen. Ich war gerade kurz am Überlegen, ob ich den leitenden Notarzt hierher alarmiere und dann einfach die Notarztbekleidung aufhebe. Aber brauchen wir nicht. Der ITW regelt. TH2, Verkehrsunfall mit Bus. Oh, Verkehrsunfall mit Bus. Alles klärchen. Einmal bitte Tür zumachen. Das heißt, wir brauchen einen Rettungswagen nicht. Und wir brauchen... Hat der ITW Notarzt mit dabei? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Na, was ist hier los? Die wollten jetzt nicht wegfahren, aber vielleicht machen sie es jetzt. Ich hoffe, der ITW braucht nicht ganz so lange, bis der da ist. Da fährt er. Da ist schon Notarzt mit drin. Das heißt, ich brauche theoretisch den zweiten Notarzt auch nicht. Okay. Kleinbrand. Kleinbrand? Gut. Ja, ich lasse gerade mal auf Einsatzstufe 2. Dann haben wir mal wieder so ein bisschen mehr hier zu tun. Das heißt, ich brauche eigentlich beide Notärzte nicht mehr. Den einen lasse ich jetzt trotzdem nochmal dastehen. Och nee, ich habe das Gefühl, das eine Fahrzeug hier hat sich verabschiedet. Das ist natürlich doof. Wir können ja gerade nochmal versuchen, hier was aufzubauen. Vielleicht fängt sich der Maschinist dann wieder. Ja, ich tue auch nochmal einen Verteiler setzen lassen. Vielleicht fängt er sich. Ich glaube, das wird nichts mehr mit ihm. Ja, TH2 VU Bus soll ich jetzt auch vielleicht mal Fahrzeuge rausschicken. Haben wir hier eigentlich TH2 Alarmierung? VU2 schwer. Verkehrsunfall schwer. Ich würde fast sagen, Verkehrsunfall Bus würde schon wahrscheinlich VO3 Verkehrsunfall schwer gehen, oder? Ist einfach mal so vermutet. Ich habe keine Ahnung von. Ich schicke jetzt die Fahrzeuge einfach mal hin. Wir sehen ja noch nichts vom Einsatzort. Achso, okay. Ich habe gedacht, da kommt jetzt auch Rettungsdienst direkt mal ein bisschen was mit.
Ich würde jetzt hier einfach mal direkt, weil Verkehrsunfall mit Bus, würde ich einfach mal Manf auslösen, oder? Ich glaube, das ist ganz, ganz passend dann. Im Bus können theoretisch verdammt viele Personen drin sein. Ich würde jetzt einfach mal auf Manf 20 gehen. Ist komplett übertrieben wahrscheinlich. Aber in so einem Bus passen schon einige Leute rein. Müssen wir im Schlimmsten rechnen. Deswegen, wir übertreiben einfach mal vollkommen, bis wir genau sehen, was Sache ist. Am Ende vielleicht zwei verletzte Personen. Wir haben hier riesen Vollalarm ausgelöst. Aber gut, wir müssen vom Schlimmsten gerade mal ausgehen. Habe ich irgendwo noch Platz, wo ich Fahrzeuge parken könnte? Theoretisch hier drüben noch. Jo, da alarmieren wir jetzt gerade alle Rettungsdienstfahrzeuge gefühlt hin, was wir haben. Kleinbrand. Ja, ich glaube, das waren alle, oder? Nee. So ziemlich. So ziemlich. Ah, der IRTW, der steht bestimmt jetzt hier im Gebäude irgendwo drin. Den muss ich gerade mal rausschicken. Kleinbrand, Kleinbrand. Oh, das sieht schon gar nicht mehr so klein aus. Feuerwehrfahrzeuge haben wir auf jeden Fall noch. Und hier haben wir auch noch einen Kleinbrand. Da waren wir doch auch schon in der letzten Folge, oder? Ich glaube schon. Oh, der Bus brennt sogar. Der Bus brennt sogar. Gut, dann müssen wir gerade mal hier mit der Feuerwehr umparken. Den Rüstwagen würde ich jetzt einfach mal in die Straße reinstellen. Mal gucken, wie viele verletzte Personen wir hier am Ende haben. So, da müssen wir jetzt gleich wirklich mal ranklotzen. Wobei der eine B0 Kleinbrand mir so ein bisschen Gedanken gerade macht, ehrlich gesagt. In der Stadt der. So, ich park mal ein bisschen an der Seite. Da haben wir da nämlich auch noch ein bisschen mehr Platz. So, Abrollbehälter, Mann. Wir müssen gucken, wo wir dann das Zelt aufbauen. Habe ich mich auch jetzt noch nicht für entschieden. Hier vorne wäre vielleicht ganz gut. Ich glaube, ich parke das Fahrzeug hier mal so ein bisschen am Rand drin. Abrollbehälter können wir von mir aus auch gerade mal umparken, dass wir den hier hinten irgendwo hinstellen. So, wir haben auf jeden Fall schon mal mit den Löscharbeiten begonnen bei dem Bus. Wir brauchen aber jetzt dafür auch noch eine Wasserversorgung, dass wir genug Löschmittel haben. Wie sieht es hier aus? Was vor Ort? Nee, noch nicht. Da müssen wir fast die Bahnstrecke sperren da oben. Gut, hier brennt es irgendwo, ich sehe nichts. Wir legen da einfach los bei dem Brand. Hier müssen wir jetzt auch endlich mal den Patienten wegbringen. Der Notarzt kann dann weg. So, Feuer ist schon aus. Sehr schön. Wir gucken jetzt erstmal in den Bus rein, der ist am spannendsten. Und dann hier und dort. Ja, ich glaube, der Abrollbehälter, wir werden den nutzen. Das andere Fahrzeug hier braucht ein bisschen länger. Der GW San. So, Kleinbrand ist aus, der eine. Hier ist jetzt das erste Fahrzeug eingetroffen. Da werden wir jetzt unbedingt loslegen. Da brennt auch schon der Stromkasten. So, aber Feuerwehr ist vor Ort. So, so ein bisschen Angst. Wir stehen hier so halb unter der Brücke drunter. Das kann wieder für Probleme sorgen. Aber wollen wir mal hoffen, dass es keine Probleme gibt. Au. Okay. Aber wir haben ja hier den großen Hydranten. Da können beide Fahrzeuge dran. Das funktioniert. 8 Personen, 12. Ja gut, das haut doch dann fast hin mit der Alarmierung, die ich hatte, oder? Eingang war... Okay, das war schon die richtige Seite. So, Nummer 1. Wir haben auf beiden Seiten verletzte Personen. Na komm, da können wir auch hier von dem Fahrzeug das Zelt gerade mal nehmen. Ups. Ah, da wurde gerade nicht richtig angezeigt, deswegen habe ich jetzt hier falsch gedrückt. Wo haben wir es, Da, GW San. Komm nochmal her. Wir können auch theoretisch... Ah, jetzt habe ich hier wieder so einen Darstellungsfehler. Das ist immer so... Das ist doof, Egal, wir können ja schon mal in der Zeit hier anfangen rauszuschnippeln. So, der kann auch schon mal hier den Befehl geben. Ja, die anderen Schaltflächen sind jetzt gerade hier hintergerutscht. Die kann ich nicht mehr benutzen. Ich weiß nicht mehr, welche Taste es jetzt ist, hier das Zelt auszupacken. Also Taste R ist es schon mal nicht. Z auch nicht. E ist wahrscheinlich wegschicken.
Das ist die Taste, das ist pausieren. Ja, das ist auch nicht. Es ist jetzt echt doof, dass es nicht mal richtig dargestellt wird. Das ist wieder dieser Darstellungsfehler. Na gut, ich mache das eine Zelt wenigstens mal voll. Ja, leider ist bei dem anderen genau das gleiche Problem jetzt. Wobei das eigentlich nur das Zelt sein kann, ja. Dann machen wir es so. Können wir das Zelt auch einfach hier hinstellen? So halb in den Berg rein. Ja, perfekt. Erste Person ist da befreit. Da liegt auch schon eine Frau rum. Oh je. Aber die bewegt sich auch noch. Genau. Ich brauche jetzt die Leute, die das Zelt da voll machen. Und einen Notarzt. Also einmal da die drei. Und da die drei. Wer ist der Notarzt? Er ist der Notarzt. Dann gerade rein da. Ansonsten fangen wir schon mal an, wie gesagt, hier die Leute in das Zelt reinzubringen. Wir brauchen hier noch einen zweiten Notarzt. Das ist der leitende Notarzt. Da hätten wir noch einen. Kann sich ja gerade mal hier neben das Zelt stellen. Ja, hier, das sieht auch gut aus. So, das können wir jetzt mal gerade zumachen. Da sind wir gerade noch dabei. So. Ja, das ist ärgerlich mit den Schaltflächen. Normalerweise müsste man sich das für so Spezialfahrzeuge rausschreiben, falls es dann wieder diesen Bug gibt, dass man da trotzdem zurechtkommt. Aber gut, kann man nichts machen. Es gibt Schlimmeres, wir können es auch so irgendwie abarbeiten. Stimmt, wir brauchen noch den Notarzt drin, der ist da noch gar nicht drin. Notarzt. Gerade mal reinschicken. So, hier die vom Rüstwagen arbeiten hier so im Wechsel. Einer schneidet raus, der andere bringt die Person immer weg ins Zelt. Und dann haben wir hier das HLF. Den wir hier arbeiten für das andere Zelt. Ich würde dann, glaube ich, schon mal anfangen, hier auch die eine oder andere Person wegzutransportieren. Hier können wir eigentlich auch schon mal loslegen. Eine Person ist schon mal transportfähig, hier sind schon mal zwei. Diebstahl reinbekommen, was wir hier eigentlich gerade für eine Rettungsdienstkette stehen haben. Diebstahl. Ach, wir sind hier... Ah ne, Moment. Das ist... Gebrochener Arm haben wir hier direkt noch nebenan. Ja gut, dann ziehe ich da gerade mal einen Rettungswagen ab. Da muss der sich gerade mal darum kümmern. Was haben wir denn für Verletzungen? Hier haben wir Hirnblutung. Oh, das heißt, da brauchen wir direkt mal einen Notarzt. Was haben wir hier? Wir brauchen das Bein. Okay, die können los. Ich habe hier noch ein paar Notärzte rumstehen, beziehungsweise wir haben auch den leitenden Notarzt hier vor Ort. Der kann notfalls die Begleitung aufheben. Aber wir haben ja noch ein bisschen was an Material hier. So, das ist halt echt weit weg von der Polizei. Und der rennt halt Richtung Mapgrenze. Den werde ich wahrscheinlich... wieder vergessen und dann ist er weg. Aber kann passieren. Gut. Ja, die haben hier nicht mehr weggepackt. Wo ist denn der Maschinist mittlerweile hingeteleportiert? Der ist mittlerweile hier hinten. Dann würde ich den jetzt einfach mal hier mit dem Debug-Tool entfernen. Ich hoffe mal, dass ich mich nicht verklicke. So, er ist weg. Jetzt müssten die eigentlich von dem Fahrzeug alle wegpacken und wegfahren, wenn er nicht mehr dabei ist. Versuch war es wert. Gut, wie sieht's hier aus? Ab ins Zelt. Wir haben noch zwei Personen in dem Bus drin. Auch hier ab ins Zelt. Da brauchen wir den Notarzt. Ich habe ja schon, wie gesagt, hier ein Fahrzeug hingeschickt. Können wir direkt mal da einsteigen lassen und wegfahren lassen. Die ganz
Rettungsdienstkette. Ich habe halt jetzt gerade nicht mit der Polizei hier dicht gemacht. Die waren jetzt aber doch schnell da. Aber die müssen jetzt ein bisschen rennen. Die müssen jetzt mal ein bisschen rennen. So, ist da der Notarzt drin? Gut, dann können die schon mal losfahren. Noch eine Person im Bus. Ja, ich wollte gerade den Lichtmast ausfahren, aber ich sehe ja gerade keine Schaltflächen mehr. Das ist ein bisschen schwierig. So, muss gerade mal nebenbei mein Tablet aufladen, sonst geht es gleich aus. Dann sehe ich nichts mehr, kein Kontrollmonitor mehr. Gut, schon erledigt. So, machen wir hier mal weiter, so nach und nach. Das Fahrzeug würde ich schon mal wegschicken, konnte man nichts mit anfangen, weil ich die Taste gerade nicht auswendig weiß. Das ist natürlich echt schlecht, aber gut. Zum Glück haben wir das Fahrzeug da gehabt und schon mal ein Zelt draußen. Das hat mir schon mal so ein bisschen geholfen. Ich würde jetzt hier den zweiten Rettungswagen gerade mal rückwärts hier hinschicken. Können wir da gerade schnell umladen. So, der leitende Notarzt hat hier mal dicht gemacht. Ein Notarzt hätten wir noch vor Ort. Die haben die Person festgenommen. Wunderbar. Gut. Ja, ist doch eigentlich soweit bis jetzt ganz gut verlaufen. Ich würde auch hier den Rettungswagen nochmal näher dran fahren lassen und vielleicht nochmal einen weiteren hier rückwärts dran fahren lassen. So, sobald der weg ist, schicken wir den nächsten dahin und laden da um. Gut. Ich sollte vielleicht auch mal bei so einem großen Einsatz die Polizei mit dazu holen. Aber gut. Ja. Mein Blaulicht ist genug da, abgesichert ist. Das machen wir gerade mal zu. Das machen wir zu. Haben wir das noch offen. Gut. Ich würde den Einsatzstopp gerade mal reinmachen, weil wir haben, glaube ich, jetzt hier noch genug zu tun. Was haben wir hier? Schockzustand. Höhe. Nicht schön, aber selten. Nein, selten ist es, glaube ich, gar nicht. Können wir vorstellen, dass so ein Schockzustand in der Realität sehr häufig vorkommt. So, den Notarzt parken wir jetzt auch mal in der Nähe. Ich glaube, Notärzte hätten wir sogar noch zur Verfügung, oder? Ja, hier hätten wir noch einen NEF aus Langenfeld. Den Hubschrauber hätten wir theoretisch auch noch, falls der jetzt wieder fliegen darf. Was haben wir hier? Platzwunden, Hirnblutung. Gut, da brauchen wir den nächsten Notarzt. Da brauchen wir auch den Notarzt. Ja, ich habe halt keine weiteren mehr. Bis jetzt die anderen heralarmiert habe. Ich meine, wir können noch mal... Oh, da sind noch einige. Wir haben noch einige zur Verfügung. Der NRW kann auch noch kommen. Ja, von mir aus. Wobei, das ist vielleicht ein bisschen... harte Betriebe. Aber wir haben doch noch einige Notärzte zur Verfügung hier. Jetzt sind es aber alle. Na gut. Leitende Notarzt hätten wir ja auch noch da. Damit könnten wir die Begleitung aufheben. Aber das mache ich ja eigentlich recht ungern. Ich finde es ganz cool, wenn man mal hier viele Fahrzeuge im Einsatz hat. Und auch mal alle. Ja, das darf ruhig mal knapp werden. So. Den Notarzt haben wir ja auch noch. Da ist schon der nächste Notarzt da, der kam gerade von der, beziehungsweise von der Berufsfeuerwache 2. Die ist ja nebenan hier. Da kann der gerade mal dort einsteigen, dann sind die auch schon wieder weg. Der fährt jetzt weg, der fährt weg. Da kommt schon der nächste. Müsste auch Berufsfeuerwache 2 sein, denke ich mal. So, dann sind die auch wieder weg. Kann sich ja gerade mal der nächste Rettungswagen hier so hinbuxieren. Ja, in der Zeit können wir hier schon mal anfangen, eigentlich Betriebsstoffe abbinden, aber ich weiß die Tasten nicht auswendig. Ich kann hier nichts mehr anklicken. Das heißt, wir werden wahrscheinlich diesen Einsatz nicht abschließen können. Weil ich halt leider nichts sehe. Au! Oh, eine richtige Taste erwischt ohne Symbol. Gut, da bin ich mit zufrieden. Wobei, Kanaldeckel abdichten, das werden wir wahrscheinlich echt nicht schaffen, weil da haben wir erstens nichts bei den Fahrzeugen wahrscheinlich dabei. Und, ja, zweitens brauchen wir da wahrscheinlich noch das GWL. Ich kann es mal alarmieren, aber ich denke nicht, dass wir da noch irgendwas mit anfangen können.
Können es aber trotzdem mal probieren. Was haben wir hier jetzt Schönes? Polytrauma. Gut, das ist aber die letzte Person, die wir da in dem Zelt drin haben. Da haben wir noch 4 Personen drin. Gut, dann kann ich die Rettungswagen und den KTW gerade mal hier drüben hinschicken. Da kommt auch der NRW schon an. Alles klar. Ja, ich würde auch hier gerne die Einsatzstelle gerade ausleuchten, aber es geht halt leider nicht. Was haben wir da hinten? Stimmt, Polytrauma. Was hat er jetzt? Hier in Blutung. Oh, wir haben aber auch nur so Schwerverletzte, oder? Wir haben auch nur so Schwerverletzte hier gerade. Na gut. Der NRW. Lassen jetzt trotzdem hier aus dem Zelt noch eine Person rausnehmen. Habe ich vielleicht schon wieder... Ja, NRW ist schon wieder frei. Kann gerade mal herkommen. Beziehungsweise, wir können auch das Zelt hier leer machen, da ist niemand mehr drin. Dann haben wir auch nochmal einen Notarzt. Der kann da gerade mal einsteigen. Dann können wir das schon mal wegräumen. Dann haben wir da auch wieder ein bisschen mehr Platz. Da können wir das Leck abdichten. Die können losfahren, die können losfahren. Dann haben wir da auch noch eine Person drin. Da habe ich noch einen Rettungswagen übrig. Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Das heißt, wir müssen hier nochmal einen losschicken. Kann sich ja dann hier hinstellen. Was jetzt wieder bei der Notaufnahme hier los ist. Die werden auch ihren Spaß wieder haben, wenn da alle paar Sekunden ein Rettungswagen reinkommt. Ein Patient schwerer verletzt wie der nächste. Haben wir im Rüstwagen vielleicht? Joa. Mit dem Rüstwagen können wir auch Kanaldeckel abdichten. Dann brauchen wir den GWL gar nicht. Zum Glück ist die Schaltfläche hier gerade offen. Dann kann ich das nämlich so auch einfach machen. Dann kriegen wir das vielleicht doch noch irgendwie geregelt. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Da steht auch noch ein Notarzt rum. Sehe ich gerade. Ups, die können gerade nicht los. Weil die auch wieder einen Notarzt brauchen. Hier steht aber jetzt mittlerweile auch noch ein weiterer Notarzt da. Dann schicken wir den gerade mal da rein. Dann sind wir da auch gleich mit durch. Also Notarzt haben wir jetzt sogar einen zu viel. Der kann eigentlich weg. Wenn wir jetzt hier die letzte Person rausnehmen und brauchen dann noch einen Notarzt, haben wir noch einen Notarzt im Zelt drin. Das heißt, das ist auch nicht mehr so wild. Jetzt können wir noch die Betriebsstoffe abbinden. Ja, hat doch aber alles soweit gut geklappt. Trotz kleinem Hindernis, dass die Anzeigen gerade nicht mehr richtig funktionieren. Ist doch gut verlaufen. Keine Person verstorben bis jetzt, außer ich habe irgendwo noch ein Fahrzeug übersehen, was betroffen ist. Ansonsten, ja. Sieht doch ganz gut aus. So, die können auch los. Leitender Notarzt kann eigentlich auch weg. Brauchen wir nicht mehr. Zelt können wir auch wieder wegräumen. Aber da ist noch jemand drinne im Zelt. Eine Person, die will gerade nicht raus. Jetzt. Jetzt müssten wir das Zelt auch wegmachen können, genau. Dann können wir hier das Fahrzeug, den MTF, wegschicken. Können den Abrollbehälter wieder aufnehmen. Den Notarzt brauchen wir nicht mehr. Sehr schön. Somit Betriebsstoffe haben wir auch alle abgebunden, die ausgelaufen sind. Das Fahrzeug schicken wir auch weg, das schicken wir weg. Die Polizei kann man näher an den Unfallort ranfahren, dass hier die Kreuzung mal wieder ein bisschen frei wird. Können wir die Fahrzeuge auch umleiten lassen, theoretisch. Aber ich weiß gerade nicht mehr, welche Taste. Abrollbehälter wurde aufgenommen. Einsatzleiter kann eigentlich auch die Einsatzstelle räumen. Ich denke, die Abschlepper werden jetzt gleich da sein. Ich lasse die Zeit mal schneller laufen. Und dann sind wir damit durch. Da haben wir das geschafft. Ja, aber ich mag so große Einsätze. So große Verkehrsunfälle finde ich immer ganz cool. Die machen mir sehr viel Spaß, weil ich ja die Verkehrsunfälle sowieso sehr feiere in dem Spiel. Weil die halt jedes Mal ein bisschen anders verlaufen. Du hast unterschiedliche Verletzungsmuster. Mal brennt noch ein Fahrzeug, mal nicht. Ja, es ist immer spannend.
Mal hast du einen Massenanfall an Verletzten, mal hast du was Kleineres, mal nur einen Sachschaden, Unfall. Ich feiere das einfach. Achtung, ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Au. Oh. Die wollen hier immer noch nicht losfahren. Warum diesmal? Achtung, ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Echt? Habe ich wieder Feuerwehrleute vergessen? Upsi. Gut, wir können noch nicht zum Ende der Folge kommen. Ich habe hier wieder mal Fahrzeuge stehen lassen und vergessen. Gut, das kriegen wir aber schnell hin normalerweise. Das passiert mir immer mal, wenn ich hier die Fahrzeuge vergesse. Du bist halt nicht mehr dann bei dem Einsatzort hier und du kriegst halt auch keine Benachrichtigung, dass deine Feuerwehrleute gleich umkippen. Das kriegst du nur, wenn du quasi hier vor Ort bist. Dann geht's halt mal unter. Das passiert gerne mal. Naja, wir sind ja jetzt dabei. Hier sind alle Fahrzeuge abgeschleppt. Da unten ist jetzt auch schon ein Rettungswagen da. Den anderen habe ich da irgendwo geparkt. Den müssen wir noch so ein bisschen umparken. Da sind wir gleich durch. Also die haben wir schnell verarztet. Einfach mal die Atemschutzmaske runtergezogen und dann kriegen die schon wieder Luft. So, genau. Zweiter Rettungswagen ist auch gleich da. Aber gut, den Verkehrsunfall haben wir abgeschlossen. Der ist gut verlaufen. Der ist gut verlaufen. Gerade hier unten noch was gucken. Sah so aus, als würden da Polizisten rumstehen auf der Minimap, aber nein. So, die schicken wir schon mal los. Die anderen zwei sind auch gleich unterwegs. Vom Rettungswagen. Ja. Somit haben wir alle verarztet. Es ist keiner weggestorben in der Folge. Haben wir Glück gehabt. Und ja, Verkehrsunfall, Polizei und KTB. Ja. Keiner verstorben. Alles gut gelaufen soweit. Großen Verkehrsunfall gehabt, war sehr spannend auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Würde auch sehr weiterhelfen. Genau. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss. Doppeltime sprechen, ey. Tschüss.